Es ist paradiesisch schön. Und das ist erst der Anfang. Denn ich nehme Sie heute mit auf eine Reise quer durch die Republik und zeige Ihnen die schönsten Gärten Deutschlands. Meine Top 3. Beginnen will ich mit einem märchenhaften Garten, einzigartig in seiner Form, die Eremitage in Bayreuth. Hier empfängt den Besucher eine Welt im Kleinen. Die halbrunden Zirkelbauten formen einen Kreis, der unseren Planeten symbolisiert. Das Wasserbassin im Zentrum steht für das Meer. Darum herum gab es ursprünglich Volieren mit Vögeln, die das Element Luft versinnbildlichten. Die Fassade der Flügelbauten besteht aus Bergkristallen. Genauso wie der Kristallpalast des Sonnengottes Apoll. Und von diesem Kristallpalast aus steigt der Sonnengott morgens auf, lenkt seinen Sonnenwagen über das Firmament und kehrt abends nach Hause zurück. Das ist dann unser Sonnenuntergang. Ein Garten, der einen Mythos erzählt. Wie schön ist das denn? Jeder Garten ist ein Beispiel dafür, wie es im Paradies aussehen könnte. Dieser schöne Spruch stammt von Hans von Trotha. Ein Paradies haben Sie ja nun schon kennengelernt. Und jetzt nehme ich Sie mit zu meinem Top 2. Ein Garten rund ums Wasser. Der erste englische Landschaftsgarten auf dem Kontinent. Vision eines großen Fürsten und UNESCO-Weltkulturerbe. Das Wörlitzer Gartenreich. Ab dem Ende der Barockzeit hatte man die streng symmetrischen Gärten so langsam satt. Man wollte zurück zur Natur. Im Grunde sollten die Gärten so aussehen wie die fiktiven Landschaften in romantischen Gemälden. Also im Grunde wollte man genau so ein Gemälde, nur in echt. Und so wurden nun Hügel aufgeschüttet, Seen ausgehoben und künstliche Ruinen errichtet. In Perfektion geschah das Ganze im Wörlitzer Gartenreich. Hier spaziert man wirklich durch ein begehbares Landschaftsgemälde. Was besonders schön ist, der ganze Garten lässt sich vom Boot aus erleben. Und wenn man dann auf dem Wasser durch die blühenden Rhododendren gleitet oder an den Kirchen Venedigs vorbei, das ist wirklich ein Traum. Hinter jeder Biegung überrascht ein neuer, erstaunlicher Ausblick. Und so fernab vom Trubel herrscht hier abends ein Frieden und eine Ruhe, wie man sie kaum noch kennt. Jetzt zu meinem Top 1. Ein Garten, der alles in sich vereint. Großartige Sichtachsen, barocke Pracht, wunderbare Staffagebauten und romantische Plätze am Wasser. Herzlich willkommen in der kurpfälzischen Sommerresidenz Schloss Schwetzingen. Normalerweise steht in solchen Anlagen ja das Schloss im Mittelpunkt. Aber hier ist der Garten der Star. Ach, was sage ich Garten? Ein 72 Hektar großes Parkareal, das man am besten von oben anschaut. Das Schöne am Schlosspark Schwetzingen sind auch die kleinen Separatgärten abseits der Hauptallee, wie hier das berühmte Vogelbad.
Was den Schwetzinger Schlosspark zu etwas ganz Besonderem macht, ist die einzig erhaltene Gartenmoschee Europas. Diese Gartenmoschee ist ein reiner Staffagebau. Das heißt, das war natürlich niemals eine echte Moschee, sondern immer nur Kulisse, ein Stück Orient in der Kurpfalz. Auch wenn es noch viele schöne Gärten zu entdecken gäbe, unsere Reise endet hier. Weitere spannende Videos verlinke ich Ihnen hier und hier. Ich freue mich, dass Sie wieder dabei waren. Vielen Dank. Machen Sie es gut. Ihr Johannes Rauser.